Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der Homebrew Show. Diesmal schauen wir uns wieder ein kleines Studio-App an. Diesmal ist es das App Update Notifier. Was das macht, ist ein kleiner Eintrag in einem Notification Center, über den ihr die Info bekommt, wenn irgendein App aus dem App Store ein Update bekommen hat. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn wir da reingehen, sehen wir, wir können da die ganze App, also die ganze Funktion von dieser App einmal aktivieren oder deaktivieren, und wir können sagen, wie oft nach Updates gesucht werden soll. Wir können da zusätzlich auch noch sagen, dass wir da unten eine Ignore-List stellen und sagen zum Beispiel, dass Amazon zum Beispiel nicht auf Updates überprüft werden soll. Natürlich müssen wir das Ganze in der Mitteilungszentrale erst aktivieren, deswegen holen wir uns das da raus. Sagen da okay, in der Zentrale anzeigen, jetzt haben wir es da oben, und wenn wir da jetzt drunter machen, sehen wir da jetzt Last App Update Check Never, machen wir mal einen Check. Und jetzt sehen wir da oben, was alles, 4 neue App Store Mitteilungen, das heißt, wir haben dann, ja, 4 oder 5 neue Updates im App Store. Und man sieht, wenn man da jetzt Check Now drückt, kriegt man oben nacheinander diese Benachrichtigungen angezeigt über die Updates. Wirklich draufdrücken, wenn man da drauf drückt, kann man auch. Dann sollte man normalerweise auf die Seite kommen von der jeweiligen App. Und das, was davon ist, nicht großartig, kostet sogar 1,50 Euro im Cydia Store. Wer es haben will, kann sich es gerne anschauen. Aber wie gesagt, gibt Besseres. Wer es haben möchte, kann aber gerne reinschauen. Gut ist, das war's davon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.